Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des Raid Max Narwhal 920, ein MIDI Tower für 66 Euro. Das Gehäuse ist in einer, wie ich finde, recht schicken Titanstahl-Optik gehalten, mit einem beleuchteten vorinstallierten Frontlüftern und schwarzen Akzenten. Wenn wir uns die Frontanschlüsse angucken, haben wir zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.0 und natürlich Kopfhörer, Mikrofon sowie einen Power- und Reset-Button, absolut ausreichende Bestückung für den Normalanwender. Die Front ist komplett in Mesh-Optik gehalten mit 4 5/4 Zoll Laufwerksschächten für Laufwerke, unten einmal das Firmenlogo bzw. der Firmenschriftzug. Der vordere Mesh-Klappe hier lässt sich einfach ausklappen und dahinter kommt der vorinstallierte 120mm LED-Lüfter zum Vorschein. Ein weiterer kann hier auch noch installiert werden, wozu ich auch raten würde, um einen besseren Airflow zu gewährleisten. Die 4 5/4 Zoll Laufwerksblenden lassen sich recht einfach entfernen. Dahinter sehen wir, wir haben hier relativ feine Staubfilter, die den größten Teil bis auf den ganz kleinen Feinstaub aus dem Gehäuse fernhalten sollten. Außerdem wirkt das Gehäuse dadurch allgemein geschlossener. Ohne Staubfilter kann man oftmals praktisch durch das Gehäuse gucken. An der Gehäuseoberseite haben wir eine weitere Mesh-Abdeckung. Diese lässt sich einfach entfernen. Und darunter sehen wir, haben wir Platz für 220 oder 240mm Lüfter, alternativ einen 240er oder 280er Radiator. Bohrungen sind für alle vorhanden. An der Rückseite haben wir den zweiten der zwei vorinstallierten 120mm Gehäuselüfter. Dieser ist allerdings ohne LEDs ausgeführt. Darunter haben wir drei Durchführungen für externe Wasserkühlung. Eine Besonderheit des Gehäuses ist die senkrecht angebrachte Slotblende. Diese kann man für Erweiterungskarten oder Erweiterungsfeatures nutzen, welche die brauchen, zum Beispiel der Overclocking Key bei einem Be Quiet Dark Power Pro oder spezielle Lüftersteuerung oder Anschlüsse von Soundkarten. Das wird der Normalanwender wohl kaum nutzen, aber schön, dass dran gedacht wurde. Die rechte Seite von vorne ist sehr schlicht gehalten und hat nur eine Ausbeulung, welche dem Kabelmanagement zugute kommt. Die andere Seite verfügt über ein Window, was, wie ich finde, ruhig hätte ein bisschen größer ausfallen können. Allerdings ist das Window relativ schön designt und hat hier eine Art Honigwaben-Optik, was dem Ganzen ein bisschen ein exotisches Flair verleiht. Die Sicht ist durch die Größe natürlich relativ eingeschränkt, wenn man es erstmal verbaut hat, und die Tönung trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man besser durchsehen kann. Ein ganz nettes Gimmick, aber wer sich ein großes Sichtfenster erhofft, ist hier falsch. Wenn wir einen Blick in den Innenraum werfen, fällt mir zuerst das Kästchen ins Auge, was beigelegt ist. Hierbei handelt es sich um das Zubehör, auf das wir jetzt genauer eingehen werden. Das Zubehör ist in zwei separate Beutel aufgeteilt. Wir haben zum einen einen kleinen Beutel, in dem sämtliche Schrauben untergebracht sind, sowie ein paar Ersatz-Standoffs, falls die vorinstallierten nicht ausreichen sollten oder man an anderen Stellen noch welche braucht. Der zweite Zubehörbeutel fällt wesentlich größer aus. Zum einen befinden sich hier drin die 3,5 Zoll Laufwerksschienen für die Festplatten. Diese sind sehr schön, wie ich finde, direkt entkoppelt und werden dann rechts und links vom Laufwerk befestigt und dann kann man es einfach in seine Position sliden. Relativ gut gelöst, wie ich finde. Des Weiteren haben wir noch den obligatorischen Speaker, der immer beiliegt. Und wie ich finde, ein kleines Highlight. Wir haben hier eine Menge Velcro bzw. Klettstreifen in verschiedenen Längen ausgeführt. Das ist wirklich ein Highlight, weil normalerweise hat man nur ein paar Kabelbinder beigelegt und dann sind es meistens auch nicht genug, dass man wirklich was ernsthaft mit managen könnte. Hier hat man ein paar schöne Klettstreifen und dann auch noch genug davon, sodass man den Eindruck erhält, Raid Max hat wirklich gewollt, dass man damit etwas Kabel managen kann. Die 4 5/4 Zoll Laufwerksschächte sind mit sehr interessanten Schnellverschlüssen ausgestattet. Um diese zu nutzen, wird einfach vorne ein Laufwerk eingeschoben und es klipst sich dann automatisch in Position und ist direkt verriegelt. Um es rauszunehmen, muss man einfach am hinteren Teil wieder drücken, das Laufwerk rausschieben und schon ist es wieder draußen. Wie ich finde, ein sehr interessantes Prinzip, das ich so noch nicht selbst gesehen habe und es vereinfacht wirklich die ganze Sache und ist noch besser als die üblichen Schnellverschlüsse, die man sonst gewohnt ist. Der untere Laufwerkskäfig verfügt bereits über drei Laufwerksschienen für 3,5 Zoll Laufwerke und Bohrungen für 2,5 Zoll Laufwerke sind auch vorhanden. Diese haben hier interessante Schnellverschlüsse. Diese kann man auf Unlock und auf Lock machen, sodass man dann genug Spielraum erhält, um die Festplatte einzuführen. Ein echtes Highlight ist jedoch der mittlere Laufwerkschacht, wozu auch die mitgelieferten Schienen sind. Dieser lässt sich nämlich einfach entfernen. Wenn man diese beiden Klammern hier runterdrückt, kann man ihn einfach rausziehen und hat so einen viel besseren Luftstrom bzw. allgemein ein aufgeräumteres Gehäuse, wenn man nicht mehr als drei Laufwerke benötigt. Dies ist, wie ich finde, ein echtes Highlight und eine Seltenheit für Gehäuse in der Preisklasse.
Auch gut umgesetzt sind die Frontpanelanschlüsse. Hier sehen wir den USB 3.0 Header. Dieser ist komplett als schwarze Flachbandkabel ausgeführt, wie SATA-Kabel ungefähr. Ja, so kann man es vergleichen, hat auch ungefähr die Breite von SATA-Kabeln, was wesentlich besser ist als ganz normale Kabelstränge. So hat man noch mehr Platz fürs Kabelmanagement, auch wenn das hier nicht sein müsste. Die restlichen Stränge sind auch komplett schwarz bis zum Ende ausgeführt, sodass man keine unschönen bunten Kabelenden bei seinen Frontanschlüssen hat. Das Netzteil verfügt auch über vier kleine Entkoppler und an der Unterseite ist mit Clips noch ein großraumiger Staubfilter angebracht, sodass das Netzteil nicht zu viel Staub ziehen sollte. Die acht hinteren Slotblenden sind, wie ich finde, sehr innovativ gelöst. Wir haben hier keine verschraubten, sondern man kann sie einfach rausbrechen. Rausbrechen ist es nicht wirklich, weil wir können sie direkt danach wieder befestigen. Sie sind da rangeklipst. Das hält auch ganz gut und es besteht nicht die Gefahr, dass es im Normalbetrieb rausfällt. Und so lässt es sich halt leicht wieder entfernen und wieder reinklipsen, ohne dass man die Befürchtung haben muss, dass man keinen Schraubenzieher da hat, womit man dann keine rausmachen könnte. Oder dass man sie rausbricht, wie es bei günstigen Häusern der Fall ist, und man hätte sie dann nicht mehr einbauen können. Kabelmanagement ist für jeden, der auf ein sauberes Äußeres Wert legt, wichtig und in diesem Gehäuse wirklich ein Traum. Wir haben hier massiv Platz hinter dem Mainboard Tray, sodass wir auch keine Probleme haben sollten, wenn wir CPU und Haupt-ATX-Kabel überlagern. Das passt ja meist nicht und wir haben das Problem, dass wir sie irgendwie getrennt voneinander machen müssen. Hier haben wir wirklich fast 2 Finger breit Platz in dem Gehäuse, sodass wir wirklich Kabel verlegen können, wie immer wir wollen. Außerdem haben wir eine Menge Schlaufen zu verlegen der Kabel und Aussparungen an allen wichtigen Plätzen, wo die Kabelanschlüsse am Mainboard sind, zum Beispiel oben für CPU, unten für Netzteil und für das Haupt-ATX-Kabel. Genug Durchführungen für alles, was man so verkabeln möchte. Im folgenden Teil werde ich jetzt ein System einbauen und wir sehen, wie das Ganze aussieht. Gut, wie man hier sieht, ist jetzt ein Testsystem verbaut, was zudem recht ordentlich aussieht. Es macht wirklich Spaß, in dem Gehäuse zu arbeiten, weil sich die Kabel einfach wunderbar verlegen lassen und man die Seitenwände nicht irgendwie mit Gewalt draufquetschen muss und darauf für beten, dass es keine Dellen gibt. Das ist hier absolut nicht der Fall und wir haben absolut sauberes Kabelmanagement. Was mich auch langsam zu meinem Fazit bringt. Für wen ist das Gehäuse? Erstmal muss euch das Gehäuse natürlich gefallen. Gehäuse ist absolut Geschmackssache und da könnt ihr euch nicht vorschreiben lassen, was euren Vorstellungen von gutem Design entspricht. Ich finde das Gehäuse optisch sehr gelungen und für das, was es bietet, ist es mit 66 € Marktpreis aktuell auch sehr attraktiv platziert. Zudem ist das Gehäuse besonders für Anfänger, die noch nicht so viele PCs gebaut haben, wirklich eine Empfehlung von mir, denn wir haben mehr als genug Platz, wenn man die Kabel mal nicht ganz so ordentlich ordnet und mit Werkzeugen, die nicht unbedingt dafür geeignet sind, da drin hantieren muss. Wenn man mit großen Schraubenziehern arbeitet, hat man in kleineren Gehäusen oft das Problem, dass es irgendwie nicht passt und man an bestimmte Stellen nicht rankommt. Dieses Problem hat man hier überhaupt nicht und man kann sämtliche Stellen im Gehäuse wirklich gut erreichen. Die zwei vorinstallierten 120 mm Lüfter sind für einen normalen PC ausreichend, wobei mehr natürlich nicht schaden, aber hier bietet das Gehäuse auch ausreichend Platz, um Lüfter noch gut zu erweitern. Insofern wurde hier an alles gedacht. Von meiner Seite daher eine klare Empfehlung für das RateMax Narval 920. In diesem Preisbereich finde ich, ist es wirklich eine sehr solide Option für allen, denen das Design zusagt und die mit kleinen Mankos wie den kleinen Sichtfenster durchaus leben können und denen die Ausstattung absolut ausreicht. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an RateMax für die Bereitstellung des Gehäuses für diesen Test. Wenn euch das Review gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Fragen, Anmerkungen und allgemeine Kommentare natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal bei einer weiteren PC-Zusammenstellung oder ein Review. Tschüss!